Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe vor fast ziemlich genau 2 Jahren ein Video gedreht über so Zahnaufhellungsstreifen. Und das kam ziemlich gut an. Das hat relativ viele Klicks. Ich glaube fast 40.000 mittlerweile. Und ich habe gesagt, ja, ich mache irgendwann mal noch so einen Langzeittest. Und ja, ich mache dazu noch mal ein Video. Und ja, irgendwie ist das jetzt 2 Jahre her. Aber jetzt mache ich dieses Video, weil 2 Jahre ist eine lange Zeit und jetzt kann ich auch einen Langzeittest machen. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal ein bisschen an mit dem Erzählen. Das hier ist das besagte Produkt, das ist von Onuge, keine Ahnung, Bright White Teeth Whitening Strips zum Aufhellen der Zähne. Das kann man selber machen, dazu muss man nicht zum Zahnarzt, zum Bleachen gehen oder sonst irgendwas, das macht man selber zu Hause. Ich verlinke euch auch auf jeden Fall nochmal das alte Video, da könnt ihr gerne nochmal reinschauen. Ja, da habe ich auf jeden Fall, da werde ich wahrscheinlich ein bisschen andere Dinge gesagt haben als jetzt. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich erkläre euch einfach mal ein bisschen, wie das Ganze abgeht, was man da machen muss. Und ja, am Ende seht ihr dann noch mein Fazit. Also wie gesagt, das ist dieses Produkt. Da sind 28 von diesen Streifen drin für oben und unten. Und das Ganze wendet man 14 Tage an. Also jeden Tag einmal drauf machen. Und es ist ein bisschen merkwürdig, weil hier auf der Packung steht zum Beispiel drauf 1 bis 2 Stunden. Auf der Anleitung, die da drin ist, auf Deutsch steht 30 bis 60 Minuten. Also, ja, scheinbar ist sich dann die Firma nicht mal selbst einig, wie lange man es drauf lassen soll. In dem ersten Video habe ich gesagt, ich lasse es immer 1 Stunde drauf. Ich glaube, da habe ich es sogar 2 Mal am Tag getragen. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall mache ich es jetzt 1 Mal am Tag. Und lass es 2 Stunden drauf. Ich habe damit auch keine Probleme. Ich habe keine Zahnschmerzen oder empfindliche Zähne. Wenn ihr schon von vornherein schmerzempfindliche Zähne habt oder generell ein bisschen Probleme mit euren Zähnen, dann klärt das mit eurem Zahnarzt ab und sagt nicht, die Jonessa hat gesagt, das ist kein Problem und jetzt habe ich voll die Probleme. Nein, klärt das vorher ab und dann macht es, wenn ihr das machen wollt. Ja, es sind, wie gesagt, es sind so 2 Streifen, ein längerer und ein kürzerer. Ja, den ihr dann auf euren Zähnen auftragt. Ich zeige euch erstmal kurz, was hier drin ist. Also, das ist die Packung. Dann ist hier eine deutsche Anleitung, wo einfach die Schritte draufstehen, wie man das aufträgt. Dann habt ihr noch eine ausführliche Anleitung oder so. Ich habe ja keine Ahnung, was das ist. Ja, mit halt Tipps und Warnungen und nochmal so einer Bildanleitung in Farbe. Und ist da noch irgendwas drin? Wahrscheinlich mehrere Sprachen. Ja, genau, Englisch. Dann noch FAQs, also wie oft man die benutzt und so weiter und so fort. Das steht hier alles drin. Und dann ist dort noch so ein Streifen drin, wo ihr nachvollziehen könnt, wie weiß eure Zähne geworden sind. Ich kann mit dem Ding irgendwie nichts anfangen, weil ich finde, auch vor der Anwendung und jetzt 2 Jahre, nachdem ich es probiert habe, finde ich immer noch, meine Zähne sehen nichts hiervon ähnlich. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall kann ich mit dem Ding nichts anfangen, aber naja, was soll's. Die Streifen funktionieren so, da ist irgend so ein Gel drauf, was dann halt mit den Zähnen reagiert, das ist aber nicht gefährlich. Und ich glaube, nur ganz wenige Leute haben damit irgendwie Probleme. Und ja, das reagiert dann halt irgendwie mit den Zähnen und sogar, also 90% der Leute finden nach der ersten Anwendung, sieht man schon ein Ergebnis, was ich persönlich auch bestätigen kann. Und ich glaube, irgendwo mal auf der Anleitung gelesen zu haben, dass man nach 3 Monaten die Anwendung wiederholen soll, weil dann das Ergebnis nachlassen kann. Das ist halt nicht für immer, sondern ne, es lässt halt irgendwann nach. Ich persönlich habe es jetzt nicht alle 3 Monate wiederholt, sondern einfach irgendwann nach Bedarf. Wenn ich dachte, hey, meine Zähne werden irgendwie wieder ein bisschen gelber, dann habe ich die Streifen wieder benutzt. Und teilweise habe ich das auch nicht dann 2 Wochen durchgezogen. Das habe ich wirklich beim ersten Mal gemacht. Und sonst halt einfach nur mal zwischendurch. Manchmal habe ich es nur einen Tag gemacht. Manchmal 2, 3 Tage hintereinander, so wie ich gerade Lust hatte. Aber wenn ihr es wirklich ausprobieren wollt, würde ich es wirklich beim ersten Mal 14 Tage durchziehen. Und dann jeden Tag 1 bis 2 Stunden. Ich weiß nicht, das müsst ihr dann entscheiden, wie lange ihr das machen wollt. Ich mache es jetzt 2 Stunden. Und habe damit keine Probleme. Und wie gesagt, sind in dieser Packung 28 von den Streifen drin, 14 für oben, 14 für unten, dass es euch für 2 Wochen reicht. Und das sind halt so kleine Päckchen. Ich blende euch das jetzt auch nochmal hier ein, wie das aussieht. Und das ist halt so ein durchsichtiger Streifen für oben drauf und ein durchsichtiger für unten. So, und dann
wenn ihr die auftragen wollt, ist es am besten, wenn ihr vorher eure Zähne nicht putzt, dann könnt ihr das beste Ergebnis erwarten. Das heißt, wenn ihr aufsteht, putzt euch die Zähne und keine Ahnung, esst was und dann ein, zwei Stunden danach tragt ihr das dann auf. Nehmt euch am besten ein Tuch und macht dann eure Zähne trocken. Zieht dann den Streifen ab und klebt den auf eure Zähne. Am besten so, dass nicht viel auf dem oder gar nichts auf dem Zahnfleisch klebt und das, was unten dann übersteht, drückt ihr dann nach hinten und klebt es von hinten an den Zahn. Das Ganze dann auch bei unten wieder trocken machen, draufkleben und dann den Rest umklappen. Und das Ganze lasst ihr dann einfach einwirken. Am besten nicht trinken und natürlich nicht essen, das sollte klar sein. Und dann nach 2 Stunden bzw. einer Stunde, je nachdem, oder 30 Minuten, irgendwie ist da sicher niemand sicher, könnt ihr das dann abziehen, einfach mit den Fingern abziehen. Ich spüle meinen Mund dann aus und putze mir nicht die Zähne, weil ich, weiß ja nicht, ich finde irgendwie, dann würde ich das alles wieder wegputzen. Deswegen warte ich dann erstmal so eine Stunde mit dem Zähneputzen. Zieh das einfach nur ab, spüle das aus. Und das war's eigentlich schon. Ich habe von einer Freundin schon mal gehört, dass sie dieses Gefühl voll eklig auf den Zähnen findet und damit nicht klarkommt. Ich habe damit absolut keine Probleme. Also, ich weiß nicht, wobei ich würde auch nicht mal sagen, dass es nicht angenehm ist. Ich weiß ja nicht, ich habe da gar keine Probleme mit. Also ich finde es weder unangenehm noch angenehm. Das stört mich einfach nicht. Ich chill dann auf dem Sofa oder mach irgendwas und lass das dann halt einwirken. So. Kommen wir zu meinem Fazit. Vor 2 Jahren, als ich das Video gedreht habe, habe ich es ja 14 Tage getestet. Hört ihr, dass die Katze ausrastet? In jedem Video, ne? Furchtbar. Ja. Und da habe ich ja auch euch immer Bilder eingeblendet und da hat man nicht so einen großen Unterschied gesehen, aber es war einer zu sehen. Jetzt nach 2 Jahren seht ihr vielleicht, dass meine Zähne weiß sind. Ich finde, sie sind weiß. Im Gegensatz zu vorher, sie waren wirklich, wirklich gelb. Ich habe keine Ahnung, warum sie damals gelb waren, aber sie waren gelb. Ich blende euch auch nochmal ein Foto ein. Und jetzt bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also sie sind wirklich weiß. Ich mag meine Zähne so sehr, sehr gerne. Und wenn ich halt merke, wie gesagt, dass sie wieder ein bisschen gelber werden nach ein paar Monaten, mache ich halt einfach mal ein paar Mal noch diese Streifen drauf und dann ist alles wieder gut. Ja, und jetzt sind sie einfach weiß und ich bin super zufrieden damit. Die Streifen bestelle ich immer bei Amazon und kosten 15 Euro, glaube ich. Ich füge euch auch nochmal einen Link in die Infobox ein, dann könnt ihr da auch gerne nochmal drauf gucken und euch Rezensionen bei Amazon durchlesen. Oder. Ja, und das war's jetzt mit dem Video. Klickt jetzt gerne nochmal in das 100 Jahre alte Video rein und guckt, was ich da gesagt habe. Ja, also wie gesagt, bei mir wirken die Dinger Wunder. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir mal eure Erfahrungen dazu in die Kommentare, wenn ihr welche habt. Oder ob ihr das mal ausprobieren wollt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!